willkommen zu einem Video von mir. Ich bin's, Adrian, und ich zeige euch heute meine Lieblingskleidungsstücke für den Sommer. Also dazu zählen T-Shirts, Tops, Kleider, Röcke, Hosen und. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und dann würde ich sagen, let's begin. Starten wir mal mit den T-Shirts. Das allererste ist das hier. Das habe ich jetzt schon an. Einfach ein Basic Polo-Shirt. Das kann man dann zur bisschen auffälligeren Röcken oder Hosen kombinieren und es ist aber nicht mehr basic, wenn man dann diese T-Shirts in anderen Farben, in etwas auffälligeren Farben holt. Ich habe das jetzt nochmal in diesem pastellgelben Ton. Ich finde das richtig schön. Passt auch richtig gut zum Sommer. Und dann nochmal das in dem grünen. Hier sind die Ärmel nochmal ein bisschen kürzer. Die drei Poloshirts sind jetzt von Zara und die finde ich auch richtig gut. Also die sind echt praktisch. Man kann dazu fast alles kombinieren. Machen wir mal weiter mit diesem T-Shirt hier. Das ist wieder in diesem pastellgelben Ton. Und ich finde das richtig schön wegen den Ärmel hier. Die Ärmel peppen das T-Shirt nochmal auf. Und das ist auch von Zara. Kommen wir so langsam mal zu den Tops. Also ich habe hier einmal dieses hier. Das ist eigentlich ein Sporttop, aber ich denke, man kann das auch ganz gut im Sommer jetzt zu einer Hose oder einem Rock kombinieren. Das ist in diesem Batikmuster. Ich finde diese Farbkombination mit dem Weiß und Rosa echt schön. Und das Batikmuster gefällt mir auch sehr. Ich finde es aber auch schön, dass sich das hier vorne nochmal so kreuzt. Das ist auch gehört zu diesem Rock hier. Das war in einem Set. Das ist hier auch so stretchy und das wieder in diesem Batikmuster. Und was praktisch ist, das ist ein Hosenrock. Also man kann damit rumtoben und es sieht trotzdem noch schick aus. Genau, also man kann das auch gut im Sommer anziehen, wenn man rausgeht, aber auch zum Sport machen. Machen wir weiter mit dem Top hier. Das ist einfach ein basic bauchfreies Top. Ich finde diese Farbe aber auch richtig schön. Dieses Violette. Ja, das ist auch von Zara. Und mal etwas anderes. Das ist auch so ein Top. Das hat auch einen sehr guten Stoff und das ist wieder in diesem Batikmuster mit sehr auffälligen Farben. Also wir haben hier einmal gelb, rosa, blau. Finde ich eigentlich auch sehr passend zum Sommer. Und was ich auch an den Trägern gut finde, man kann die verstellen. Das heißt, wenn man hier rauswächst, kann man dieses Top noch ein bisschen länger tragen. Und das finde ich halt sehr praktisch. Das ist jetzt von H&M. Hier gab es noch eine passende Radler zu. Dann habe ich das hier. Das ist wieder in so einem schönen pastellorangen Ton und ich finde diese Ärmel schön. Ist mal was anderes. Das ist hier auch sehr stretchy und das ist auch so gerillt, falls man das jetzt hier sieht. Genau. Das habe ich jetzt von H&M geholt. Dieses Top gab es dann nochmal in Blau und in Beige. Dann einer meiner Favorite Tops, das ist das hier. Ich finde dieses gestrickte oder gehäkelte richtig schön. Der Stoff ist auch richtig nice. Und hier unten wurden dann auch noch so Blümchen dran gehäkelt. Das sieht aber nicht nur von vorne so schön aus, sondern auch von hinten. Das ist hier rückenfrei und ich finde das schön, dass sich der Stoff hier hinten trennt. Also das hier ist auch von Zara. Jetzt kommen die letzten zwei Tops. Ich mache mal mit dem hier weiter. Tada! Von vorne sieht das ganz normal aus. Das gefällt mir auch, dass das hier mit diesen Palmenblättern Muster ist. Das ist auch richtig schön. Die Farben passen auch gut zum Sommer. Hinten ist das rückenfrei, also das kreuzt sich. Ich glaube, das erkennt man besser, wenn man das anhat. Das finde ich richtig schön. Hierzu gab es auch noch eine passende Leggings. Das ist auch ein Sportset und das habe ich von Mango. Jetzt kommt auch noch einer meiner Favorite Tops. Tada! Das ist hier ein bauchfreies Top. Also muss man jetzt nicht unbedingt zur Schule anziehen, aber bei heißen Sommertagen ist das eigentlich sehr praktisch. Die Ärmel finde ich auch richtig schön. Und hier sind dann nochmal diese Blumen. Hier ist auch noch so eine Schleife vorne. Das ist das Weiße, das ist jetzt von Ella. Das gab es auch noch in Pink. Das ist jetzt aber in der Wäsche. Ich habe aber den pinken Rock dazu.
Hierzu gab es auch noch einen weißen Rock und dann gab es das nochmal mit in Lila mit anderen Blümchen. Der Rock ist auch sehr stretchy und luftig und ja, sieht eigentlich richtig süß aus, wenn man beides anhat. Das Outfit habe ich auch auf meinem Profilbild an, also könnt ihr immer vorbeischauen, sieht richtig schön aus. Ja, also das ist auch einer meiner Favorite Outfits. Das war's auch schon mit den Oberteilen und kommen wir jetzt zu den Röcken. In letzter Zeit bin ich einfach total besessen von Röcken, deswegen zeige ich euch jetzt meine paar Favorite-Röcke. Also als erstes haben wir einmal diesen Rock hier. Der ist echt hier stretchy und auch richtig luftig. Also wenn man auch mal zum Strand geht, kann man das kurz drüber ziehen. Was ich aber auch richtig cool finde, dass das ein Hosenrock ist. Das heißt, ist wieder sehr praktisch, dass man rumtoben kann. Das immer noch schick aussieht. Dann haben wir hier nochmal ein Gürtel mit dem gleichen Muster. Ich finde das auch übrigens richtig schön mit diesem Blumenmuster. Und hier kann man wieder ein Poloshirt kombinieren. Also zum Beispiel das Gelbe, weil hier auch Gelb dabei ist. Oder das Weiße, weil hier auch Weiß dabei ist. Also kann man sich wieder mal aussuchen. Der Rock ist auch wieder von Zara. Machen wir weiter mit einem noch schickeren Rock. Das ist der hier. Das ist ein Faltenrock mit einem etwas höheren Bund. Das finde ich auch richtig schick. Das hatte ich auch an meinem letzten Schultag an. Falls ihr meinen Vlog gesehen habt. Hier steht dann noch so New York drauf und hier ist dann noch ein Herzchen. Und an der Seite ist hier ein Reißverschluss. Auch wieder mit einem Poloshirt kombinieren. Entweder mit dem weißen oder mit dem gelben. Oder auch mit einem blauen Poloshirt, das hat jetzt Ella, weil hier das Herzchen in blau ist. Genau, der Rock ist auch von Zara. Und mein Favorite, ein Blümchenrock. Ich finde das richtig schön, weil hier viele sommerliche Farben dabei sind. Und Blümchen passen auch gut zum Sommer. Ist wieder schön stretchy und sehr luftig. Also richtig nice. Das ist auch wieder ein Hosenrock. Bei dem Rock kann man sich dann bei dem Poloshirt auch wieder aussuchen, welchen man trägt. Also man kann den gelben tragen, weil hier gelb dabei ist, aber auch den weißen. Ja, also das war es jetzt auch schon mit den Röcken. Ich habe auch noch viel, viel mehr, aber das waren jetzt so meine vier Favorite-Röcke. Und wir kommen jetzt zu den Kleidern. Also letztes Jahr hatte ich nicht so viele Kleider, weil ich also immer der Hosen- und Röcke-Fan bin. Aber dieses Jahr wollte ich wieder ein paar tragen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal meine Top. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4. Hier mit dem Kleid hier an. Das finde ich richtig süß. Das ist ein etwas engeres Kleid. Hier steht auch noch so Ready for Summer drauf. Und das ist auch wieder mit diesem Batikmuster, falls man das sehen kann. Ist jetzt ein bisschen verwaschen, aber es macht nichts, erkennt man trotzdem noch ein bisschen. Hier ist dann noch so ein Kreis. Das hat auch irgendwie noch was Besonderes. Das ist von Zara. Machen wir mit dem hier weiter. Das finde ich richtig süß. Das hat auch wieder dieses Blümchenmuster. Und das ist richtig luftig aus so einem dünnen Stoff. Also passt gut zum Sommer, aber das zieht man jetzt nicht so an, ohne was darunter zu ziehen. Da ziehe ich immer so ein weißes Poloshirt drunter. Kann man sich bei der Farbwahl des T-Shirts auch nochmal was anderes aussuchen, weil hier ist rot, grün und so ein Pastell-Orange-Pink dabei. Dann noch dieses Kleid, das ziehe ich jetzt nicht so oft an, aber das ist auch aus einem etwas dickeren Stoff. Das ist ja auch gerillt und hat wieder diese Spaghetti-Träger. Die Träger waren mir ein bisschen zu lang, deswegen musste ich da so einen Knoten reinmachen. Aber dieser Ausschnitt ist auch ein bisschen zu groß für mich. Deswegen ziehe ich darunter auch nochmal ein Poloshirt drunter. Genau, das habe ich jetzt von C&A. Und das ist auch ganz praktisch, wenn man mal kurz zum Strand läuft, kann man sich das kurz mal drüber ziehen. Deswegen, ja. Jetzt das Beste kommt zum Schluss. Mein Favorite Kleid. Tada! Das ist so ein Cheerleader-Kleid und ich finde das richtig schön.
wegen den Farben auch hier am Ärmel und am Kragen ist weiß und blau. Dann finde ich die Art, wie das geschnitten ist, auch richtig schön. Also so ein schöner Kragen und dann noch so ein Rock. Hier steht Keep Active drauf und ja. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, also ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen von mir. Dann, wir sehen uns beim nächsten Mal und bye bye.